Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 98 von Avorion. Ja, wir schauen jetzt mal gerade, dass wir die Lady versorgen und dann machen wir den Traktorstrahl noch irgendwie ins Schiff. Da müssen wir noch ein bisschen vielleicht für ausbauen. Aber das machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir auf die Karte kommen, um die Lady, finde kein Asteroid mehr, ist klar. Warte, ja, schade. Machen wir hier schnell auf dieses Ding da, klack, und dann haben wir sie auch schon im Zentrum, oder? Da ist die Lady, oder? Ein Schiff von das Reiter, die Lady ist da. Die Lady findet keine Asteroiden mehr. 738, da steht nichts bei. Ja, ich glaube, wir gehen einfach hier weiter rüber erstmal. Sind Ressourcendepot? Ja. Das bedeutet, wir springen mit der Lady dahin. Wir bauen dort Asteroiden ab und wir machen da auch die Raffinierarbeiten und können das nur stoppen. Ja, das ist wieder so ein Ding, was ich wieder gar nicht verstehe. Warum ist das jetzt hier? Ah, ich glaube, ich habe was falsch gemacht in dem Sinne, dass ich hier gesagt habe, flieg mal dahin. Nee. Muss die Lady auswählen und dann die Shift-Taste drücken. Ich habe, glaube ich, die Steuerungstaste gedrückt. Fliege darüber, baue da ab, raffiniere da und wiederhole das. Ich glaube, jetzt ist richtig, oder? Erze, Asteroiden abbauen, Erze raffinieren, gehe zu A2 wieder zurück. Das ist nämlich das. Okay, wunderbar. Das ist die Lady gewesen. Die haben wir schon gemacht. Jetzt geht es darum, dass wir hier reinschauen und wir wollen unser Schiff hier noch größer haben. Jetzt war noch die Geschichte. Achso, der Thomas hat immer noch geschrieben, ne? Da hat er immer noch geschrieben, dass ich mal gucken soll, ob ich stark genug mit der Waffe. Na, warte, wir müssen dann mal in den Baumodus gehen und gucken, was wir da überhaupt für Waffen haben, die wir da einsetzen können dafür. Also die Wumme hier ist ja jetzt diese. Die ist schon mal legendär. Hat einen Schaden von 525,1. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Hier neben steht noch einer mit Schaden von 31 und. Hier haben wir nur eine. Das ist eine Elektrowaffe. Von so. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja noch so ein paar andere Dinge hier fabriziert, ne? Plasma und Schilde. Reichweite ist gering. Hier ist eine hohe Reichweite. Also diese Reichweite ist mit 7,11 ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Und diese ist auch nicht schlecht mit 7,2. Aber der Schaden mit 0,7 ist natürlich nichts, ne? Und das Ganze in exotisch, das ist der Hammer, oder? Liegt wahrscheinlich am Material, weil es Eisen ist. Ja, was haben die denn hier für eine Reichweite? Oh, Reichweite 14,2. Ich würde tendenziell ja tatsächlich dazu neigen, dieser Schaden, und da ist ja auch 7,48, das geht ja, das Ding. Aber diese hier neben, ne? Da müssen wir mal überlegen, die hat eine Reichweite von 2,4. Da müssen wir ja so nah dran, ne? Dass wir die erstmal aus dem Programm nehmen, ne? Was war da? 2,94. Gut. Und was haben wir da Besseres? Also hier machen wir Energieschaden. Plus 37 Schaden Batterieaufladung. Das heißt, der würde nicht regenerieren so schnell für ein Schutzschild. Unabhängiges Zielsystem. Der würde auch schießen, wenn keiner da ist sozusagen, oder keiner das macht. Das ist aber mehr eine Abwehrkanone hier. Das ist für Torpedos und so, ne? Ja, kann ich die einbauen? Ohne dass ich. Brauche die mal gerade da hinten hin. Da brauche ich keine Slots für, oder? Oder weniger Slots. Steht da auch Slots bei? Ist ja unabhängig. Vielleicht habe ich da Slots für frei. Das ist das gleiche in grün. Geht der da auch rein? Ja. Und hier haben wir jetzt Reichweite 113, Reichweite 294, der war das, und 297. Und der hat noch die beste Reichweite. Und Energieschaden. Kriege ich den jetzt noch daneben gemogelt? Und den Slots für bewaffnete Schütze ein. Ja, gut. Dann geht das erstmal nicht. Ja, müssen wir noch mal gucken, was wir da reinmachen können, ne? Das war ja hier, wenn. So, hier.
Ist nicht fest eingebaut, ist nicht fest eingebaut. Aber ist ja auch doof, ne? 4, 2, 1. Und was haben wir hier? 5, 2. Wow. Wollen wir jetzt nicht drüber reden, ne? 2, 1. Ich weiß gar nicht, warum die Slots da oben drin sind. 5, 2. Hier haben wir nochmal einen 5, 2er, ne? Und jetzt können wir hier nochmal fest installieren machen. Und das sind Unbewegungsschütze plus 2. Also da haben wir. Warte mal, lass mal gerade gucken. Das hier unten sind die Bewaffneten. Das sind die Torpedos. Das sind die Unbewaffneten. Das sind jetzt genauso viele gerade. Würde ich jetzt erstmal so lassen. Den einen brauche ich gar nicht fest einbauen. Ich könnte den auch noch fest einbauen, ne? Nochmal dahin. Pause fest ein, oder? So, das ist alles fest, der nicht. Da steht auch nicht dabei, dass der besser wäre, wenn ich den fest einbaue. Also brauche ich den auch nicht fest einbauen. Kann ich auch nur einen haben, 364. C43. Geht erstmal. Hier haben wir natürlich die Top-Dinger, ne? Aber die wollen wir ja noch nie einbauen, weil hatte der Thomas ja geschrieben, wenn ich dann zu dem Kollegen fliege, dann habe ich ein Problem, ne? So. 14, 18. Der ist mit 7, der ist mit 5, der ist auch mit 7, der kriegt auch noch eine 1 hier. Der hier hat auch eine 7, kriegt auch eine 1. Aber warte mal, das sind die Dinger, die ja. Die müssen ja eigentlich gar nicht da. Hä? Wieso sind die jetzt nicht hier? Die sind doch unbewaffnet, oder? Das muss mir noch einer erklären gerade. Unabhängiges Zielen. Die würde ich doch. Das sind doch unbewaffnete Schütztürme hier, oder sehe ich das? Ach nee, das ist unabhängiges Ziel, nicht unbewaffnet. So sieht's aus. Die unten, das hier, sag schon, Bergbau und sowas, das ist das, alles klar. Oder? Nee, oder? Weiß ich jetzt auch nicht. Ist jetzt auch nicht wild. Das ist erstmal gut. Den wir da jetzt ausgewählt haben, können wir sowieso nicht benutzen. Jetzt wollten wir noch gucken, dass wir dieses Ding noch größer machen, damit wir noch einen Slot mehr kriegen für den Traktorstrahl, ne? Es gibt aber auch einen Stein, der uns das doch, den Computerkern können wir doch hier irgendwo einbauen, oder? Gibt es den hier nicht? Oh, wahrscheinlich nur hier, ne? War hier nicht der Computerkern? Irgendwo, da ist er doch. Ja. Der kommt jetzt erstmal dahin. Gerüst. Dann kommt der Computerkern. In einer ganz anderen Größe. Oh, was ist das? Das ist jetzt ausgewählt. Soll ich so einen Computerkern mal bauen? Was ist hier jetzt falsch gelaufen, ne? Habe ich den ausgewählt? Ja, Steuerung C, Steuerung V. Warum ist jetzt das ganze Schiff hier so komisch ausgewählt? Was habe ich falsch gemacht? Sichermoos lokal. Also was? Ich gehe da mal mit B einmal raus und dann wieder mit B rein und hoffe. Nee, das ist. Was ist das jetzt? Der Computer. Ach! Das ist. Der Computerkern braucht wahrscheinlich irgendwie so eine Größe. Damit er das abdeckt, oder was? Das ist bestimmt sowas. Und da sind schon Computerkerne, ne? Oder wie sehe ich das? Integrationsver. Ah, was haben wir da wieder geschlafen? Okay, ist ja nicht schlimm. Wir können ja hier nochmal aufrufen, können dann den Computerkern machen und können dann sagen, hier Block umwandeln und dann macht den mal ein Alt und dann passt es auch, ne? Oh, da haben wir wieder gut geschlafen, ne? So, jetzt gucken wir mal bei P rein und gucken gerade hier rein. Jetzt haben wir einen riesen Computerkern gemacht, aber hier ist nichts mehr geworden, oder? Ich dachte, das wird dann auch mehr werden. Ja, ist dann wohl nicht so. Jetzt müssen wir den nur noch schützen, ne?
Wo ist denn hier Panzerung? Da. Jetzt müssen wir hier nur so ein bisschen komische Sachen finden, ne? Zeige Entwürfe, Ordner an. Ne, das will ich nicht. Ich will jetzt besondere Formen hier haben. Größe anzeigen. Nee. Da kann ich noch farblich markieren. Apparaturen, Lücke. Machen wir das hier gerade zu, damit ihr seht, was hier steht. Blöcke auswählen. Rechtsauswahl. Dieses Fenster kann auch mal zu. Nee. Ich glaube, jetzt sind wir hier. Ne, wir haben jetzt nur dieses hier. Panzerung und da sind dann die gepanzerten Ecken und sowas, ne? Flache gepanzerte Ecke. Schräge gepanzerte Ecke, wie sieht denn die aus? So, ne, ist jetzt nicht das, was ich mir vorstelle. Gepanzerte Ecke, wie ist die denn? Okay. Wenn ich die jetzt mal so rumrotiere und nochmal so rumrotiere, dann kann ich die hier einbauen, oder? Sieht die so aus, dass das passt? Eigentlich schon, ne? Jetzt muss ich die nur größer kriegen. Passt das so? Ich glaube, so passt das, oder? So wird es gehen. Aber so gefällt es mir ja jetzt gar nicht. Ne? Ich muss die Ecke noch ein bisschen anders haben. Ich möchte die Ecke noch rotieren und zwar... Ja, so ist er für die andere Seite richtig, ne? Es ist nur die Frage, wo kommt es hin, dass es passt? So, ne? Aber die muss noch ein bisschen verändert werden. So? Ja. Oh, jetzt ist sie tatsächlich einen Schritt zu tief gelandet. Nochmal das Ganze. Nur dieses Fenster weg, das stört nur. So ist es richtig, oder? Jetzt muss ich das noch gespiegelt haben, ne? Wenn ich die Spiegelachse genommen hätte, hätte das geklappt? Nee, ne? Hätte doch geklappt wahrscheinlich. Dann machen wir die nochmal weg. Und spiegeln die so dahin. So gefällt es mir, oder? So, und jetzt da oben noch eine Platte rein, die dann flach ist. Da brauchen wir nur den normalen Würfel hier. Den da. Spiegelachse kann weg. Und der Würfel muss jetzt hier rein. Und der muss ein bisschen schmaler. Ja, so wäre es richtig. Und dann noch ein bisschen kürzer. Ist das so richtig? Ich glaube schon, ne? So gefällt das mir jetzt erstmal. So, dann das weg. Lassen wir erstmal so, oder? Richtiger Panzerklotz. Erzeugt Energie, benötigt Energie, passt also. Was ist das hier eigentlich für Material? Wieso sieht das so aus? Und das sieht so aus. Keiner weiß es, ne? Achso, haben wir eigentlich hier sowas wie so ein Dock? Nee, ne? Haben wir nicht, ne? Also so ein Torpedo-Dings da Bumster. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht, ne? Kann das sein? Naja. Schauen wir mal, ne? Gibt's das hier? Torpedo-Abschussrampe, Schiffsname. Emblem, okay. Machen wir auch mal irgendwann, aber nicht jetzt. Solarpanel wäre natürlich cool, ne? Akademie, ne, ich suche jetzt hier die Abschussrampe für Torpedos. Da ist er.
So, jetzt müssen wir die nur drehen. So, ne? Wieso ist das da rot davor? Was sagt mir dieser Pfeil da? Ach, die kommen so seitlich raus, alles klar. Okay, Spiegelachse an. Und? Dahin, oder? Zack. So läuft's. Gut. So, B weg. Torpedo ist da. Flieger ist das jetzt. Okay, so geht's mit der Geschwindigkeit noch so gerade, ne? Also. Ach, eigentlich dreht er noch ganz gut, oder? Ja, der fliegende Kasten ist das, ne? Gut, wir haben jetzt noch nicht den Traktorstrahl da drin, ne? Und ein Feld haben wir auch nicht freigekriegt. Wo sind denn die Traktorstrahler? Haben wir noch gar nicht, oder? Fracht. Warte mal hier. Müssen wir noch was einstellen? Nein, das haben wir, glaube ich, schon erstmal so passend. Kuh. Muss da noch wer rein? Nee. Ja, hier fehlt uns dieser Traktorstrahl, ne? Den haben wir ja nirgendwo, ne? Oder? Doch, da ist er. Wenn ich den jetzt da reinbaue, habe ich jetzt Beutesammel Reichweite plus 0,23 und ach, das war jetzt Docking brauche ich, glaube, ne? Wo ist denn das Ding? Haben wir gar nicht mehr, ne? Okay, dann habe ich da jetzt was falsch verstanden wahrscheinlich und findet und markiert alle interessanten Objekte. Eine Meldung, wenn interessante Objekte gefunden werden. Ja, ist klar. 10er Markierungsreichweite ist da höher wie da. Okay, dann nehmen wir mal den. Haben wir noch genug Strom? Ich hoffe es. Gut, dann haben wir das erstmal geklärt. Dann sind wir wieder so weit, dass wir hier einsatzfähig sind. Wir gehen mal auf die Map gucken. Die Lady haben wir gemacht. Den Traktorstrahl haben wir noch nicht gemacht. Dann müssen wir aber auch gucken, dass das war aber das Falsche wahrscheinlich. Warte mal, wir haben hier einen Dock im System, meine ich. Nicht einen Dock, einen Ausrüstungsdock. Das gucken wir uns gerade mal an. Ausrüstung handeln. Batterie-Upgrade? Nö, das will ich jetzt nicht. Bergbausystem wäre sehr interessant eigentlich. Auch in dieser Farbe geht es ja außergewöhnlich. Das ist schon aus Xanion. Ja, dann sollten wir das vielleicht mal noch anfliegen, oder? Sonst ist da jetzt für mich nichts mehr. Also das Grüne brauchen wir mehr gucken. Wir müssen maximal hier das, wenn überhaupt, das Blaue gucken. Scanner-Upgrade und Bergbausystem. Los, da fliegen wir noch schnell hin. Das müssen wir noch machen. Bevor es nächstes Mal weg ist. Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geachtet, die da runtertickt, wie lange das noch dauert, ne? Aber kriegen wir schon noch hin. So, das sollte erstmal reichen. Okay, der braucht ewig zum Drehen. Geschwindigkeit wieder runterbringen. Also wir müssen noch was mit der Bremse machen und auch, ja, gucken wir mal. Wo können wir hier docken? Da. Also Traktorstrahl ist das schon, ne? Aber es ist wahrscheinlich der richtige, oder? So, jetzt hier Bergbausystem kaufen wir.
Scanner-Upgrade, Scanner-Reichweite plus 130%. Komm, ich nehme das auch noch mit. Dreifach Anti-Fighter-Geschützturm. Nee. Außergewöhnlich hier aus Eisen übrigens auch nicht. Der Rest können wir weglassen, denke ich. Gut, da haben wir das. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.